Heute geht es in meinem Video ums Zähneputzen. Nicht, dass wir Zähne putzen müssen, das wissen wir alle, sondern um das Zähneputzen ohne Plastik. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und heute gibt es wieder ein Zero Waste Video. Und ich möchte euch heute mal zwei Möglichkeiten an Zahncremes vorstellen, die ohne Plastik auskommen. Und meine kleine Sammlung an Zahnbürsten, solange ich sie noch habe, weil man muss ja regelmäßig austauschen, die es im Moment bei DM gibt. Und ich würde mal mit der hier jetzt gerade anfangen. Und das ist die Dent Tubs Zahnbürste und die ist aus Bambus. Die Verpackung soll abbaubar sein. Ich vermute mal, dass das, sie ist zwar relativ glatt, das hat man auch manchmal bei Teebeuteln, wo man glaubt, ah, es ist aus Plastik. Aber es steht ganz klar drauf, recycelbare Verpackung. Also, die mache ich jetzt mal auf, weil ich muss jetzt eben meine Zahnbürste, ja, es ist Papier. Ich muss jetzt eben meine Zahnbürste wechseln. Und ja, sie hat einen relativ kleinen Kopf, finde ich ganz gut. Ich werde euch mal einblenden, was die Zahnbürste kostet und werde euch unten mal alles verlinken. Ihr guckt in die Infobox rein. Der Kopf ist relativ klein. Bis jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe schon ein paar Bürsten ausprobiert, weil anfänglich waren ja Hydrophil eine der ersten. Und dann kamen viele andere nach. Und die Hydrophil hat für mich den positiven Effekt, dass dieser Kopf hier nicht so groß ist. Ist okay, ich habe einen großen Mund. Im Schwäbischen sagt man, ihr habt eine große Gosch, da passt viel rein. Wie ich gerade feststellen konnte, ist das relativ weich. Also das ist für Leute, die vielleicht Zahnfleischprobleme haben, gar nicht mehr so übel. Ich gebe anfänglich, da gibt es auch eine Homepage dazu, ich gebe anfänglich immer den Tipp, dass man das erstmal ausprobieren muss, weil für mich ist zwar schon echt lange her, ich verwende die Zahnbürsten jetzt schon länger als 2 Jahre, anfänglich ist es mit dem Holz eigenartig. Also ich fand es schon, ich habe sogar leichte Blasen im Mund bekommen. Das kann aber daran liegen, dass eben die Zahnbürste nicht ganz sauber war und ich mich erstmal ein bisschen dran gewöhnen musste. Aber sie hat wirklich eine schöne Formung. Also da ist so eine kleine Welle. Das hat nichts auszusagen. Eigentlich ist der Bereich hier am allerwichtigsten. Und gibt es bei DM, man kann es ohne weiteres nachkaufen. Ich werde die mir jetzt mal so lange in die Verpackung reintun wieder, nicht dass sie schmutzig wird. Dann hat Alverde eine Zahnbürste auch aus Buchenholz. Es gibt noch eine Variante bei DM aus einem nachwachsenden Rohstoff. Auch das werde ich euch jetzt mal einblenden, wenn ich die Zahnbürste finde. Und die habe ich noch nicht probiert natürlich, probiere ich aber auch noch aus, weil ich bin ja neugierig. Da ist der Kopf gerade ein bisschen kleiner, finde ich. Und die Borsten sind härter, die sind definitiv härter. Und das ist eben Buchenholz, das andere war Bambus. Ich weiß nicht, ob es da verschiedene Härtegrade gab. Hab da irgendwie nicht danach geguckt, weil manchmal ist es schon so, dass so eine Zahnbürste echt verflucht hart ist, so auf dem Zahnfleisch. Also die erste war relativ weich, wer da wirklich darauf achten möchte, eine weiche Zahnbürste mit weichem Kopf zu haben, für den ist die erste vielleicht ein bisschen besser. Die ist relativ hart, aber vom Kopf her geht sie eigentlich. Ja, also ist auch vom Kopf her so ein bisschen gewellt. Da sage ich mir immer, ob das so viel Effekt bringt, weiß ich nicht. Die war aber auch, glaube ich, so viel ich weiß, die günstigste, sofern ich das noch im Kopf habe. Aber ich finde es einfach gut, dass es sowas jetzt einfach regelmäßig bei DM gibt und dass man da einfach regelmäßig zugreifen kann. Die hatte ich schon mal von Amazon gekauft, war mir mal so. Und bei der ist es so, da ist der Kopf verflucht lang. Die müssen wir erstmal noch aus dem Papier rausholen. Aber kein Problem. Ja, das sind die. Das sind die zu 100%. Ja. Das sind nämlich unten so kleine Figürchen und ich habe so einen Doppelpack gehabt. Nee,
Ich habe so ein Fünffachpack gehabt, genau. Und da musste ich mich anfänglich erstmal dran gewöhnen. Der Kopf ist relativ groß und die Borsten sollen mit Kohle sein. Das soll einfach ein bisschen weißere Zähne machen. Vergesst es mal. Aber so, das ist die Zahnbürste, muss ich sagen, ist halt schon eine Zahnbürste mit einer kleinen, wie sagt man, das muss man mögen. Ja, also wenn man, je nachdem wie der Kiefer gebaut ist, ob man da dann an die hinteren Zähne kommt, das ist halt so eine Sache. Bei mir hat es funktioniert. Aber ich habe schon sehr schnell festgestellt, dass eben der Kopf ein bisschen größer ist und das Ganze ein bisschen breiter. Und das muss einem halt einfach gefallen. Ich habe die damals bei Amazon gekauft, weil die eben im Angebot waren. Und da habe ich auch nicht darauf geguckt, ob das jetzt mit Kohle ist oder nicht. Und auch diese Zahnbürste, sofern ich sie finde, auf der dem Homepage, werde ich euch mal einblenden. Und das ist ebenfalls wieder Bambus. Und die sind gekennzeichnet, wenn man die im Mehrfachpack kauft und eben von der Familie her so ein bisschen, oh, wie soll man die jetzt voneinander sich unterscheiden, wenn man eben eine Familie ist. Die haben so kleine Tierchen unten dran, also so kleine Aufdrucke und daran kann man das einfach erkennen. Ansonsten würde ich mir da irgendwie, keine Ahnung, mit irgendeiner Farbe helfen oder so, dass ich das einfach anmalen würde. Ist eben bei der Hydrophil das Geschickte, die gibt es eben in unterschiedlichen Farben und das macht die ganze Sache halt eben so unterscheidbar. Das haben die anderen eben nicht so. Über was ich hauptsächlich heute mit euch reden möchte, ist eben Zahncreme. Und einmal das Thema fluorfrei. Da achte ich jetzt weniger drauf, weil ich einfach auch so ein bisschen der Meinung bin, dass meine Zähne das Fluor brauchen. Ja, also da scheiden sich einfach auch die Geister. Aber wenn ich lang genug ohne Fluor putze, dann ist es bei mir so, dass ich irgendwann mal so leichte, nicht Zahnschmerzen, sondern so kälteempfindlich werde. Oder bei süß geht's, aber bei Kälte wird es schwierig. Und da merke ich dann immer, jetzt sollte ich mal wieder eine kaufen mit Fluor. Ich bin bei EcoVerde auf die Marke Georganics gestoßen. Das ist eine englische Marke. Und ich fand das Ganze geschickt, weil zum einen war es runtergesetzt an dem Tag. EcoVerde machen immer so kleine Aktionen und da kann man einfach gucken, wenn einen etwas interessiert, ob das was für einen ist. Wenn es dann noch ein bisschen runtergesetzt ist, ist es natürlich eine gute Sache. Und ich habe mir einfach gedacht, du willst eh mehr von diesem Plastik weg. Und klar ist jetzt die Zahncreme der kleinste Teil im Badezimmer, weil Zahncreme braucht man jetzt nicht so ultra viel. Also ich kenne Menschen, die unwahrscheinlich viel Zahncreme auf ihre Zahnbürste machen. Ist bei mir nicht so. Und ich habe da auch schon mit meinem Zahnarzt drüber gesprochen, das ist nicht notwendig. Und das ist jetzt auch eine Zahncreme mit Kohle. Ich weiß gar nicht, warum ich mir die ausgesucht habe. Vielleicht wegen dem Weißeffekt. Ich habe von Natur aus eher so ein bisschen gelblichere Zähne, was positiv ist. Das zeigt, dass der Zahn oder der Zahnschmerz ein bisschen dicker ist und ich kriege fast nie Löcher. Und da wollte ich jetzt was haben, was tatsächlich irgendwie ein bisschen weißer macht. Und finde auch diesen Effekt, der ist da. Aber ich finde die Konsistenz von dem Produkt seltsam. Die hier schmeckt ein bisschen, ich würde es nicht sagen salzig, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Hat so einen leichten Minzgeschmack, aber man schmeckt eben auch so ein bisschen die Kohle, finde ich. Also es ist eigenartig und auch die Konsistenz. Ihr seht, da habe ich schon einiges rausgeholt. Ist so ein bisschen, ich sag immer so schön, sieht ein bisschen aus nach Fugenmasse, so Silikon oder so könnte es sein. Und das soll man natürlich nicht einfach mit der Zahnbürste rausholen, das wäre ein bisschen unhygienisch, sondern man hat so einen kleinen Spachtel hier dazu und da kann man eben das Produkt rausholen. Ich finde, das Manko an der ganzen Sache ist, wenn man das rausholt und auf die Zahnbürste abstreicht, bleibt immer was am Spachtel hängen. Das heißt, du schmeißt einen Teil von dieser Zahncreme, schmeißt du weg, weil du sie nicht von dem Spachtel wegkriegst. Und das finde ich relativ ungeschickt, muss ich sagen. Weil
Das war nicht ganz günstig. Also beide Produkte, die ich euch jetzt zeigen werde, die sind alle beide nicht ganz günstig. Und bei dem ist es halt schlicht und ergreifend so, wenn das ständig Produkt irgendwie unbenutzt in den Abfluss fließt, ist natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Andererseits ist das so ein richtiges Apothekerglas, so richtig dick, ja, nicht so wie wir es kennen von den Aufstrichen oder so. Also es ist ein richtig dickes Glas mit Metalldeckel und ich habe mir halt einfach gedacht, als ich das ge geholt habe, zum einen vielleicht wäre es ja was gewesen und zum anderen habe ich mir halt gedacht, da könnte ich zukünftig vielleicht meine Zahnputztabs reintun. Würde ich mir das Produkt nachkaufen? Auf keinen Fall, weil ich habe zum Beispiel eine Zahnschiefstellung und ich muss eben auch gucken, wo ich putze. Sprich, ich kann nicht den Mund zulassen und hier diesen hier machen und einen auf blind. Muss ich aber mit diesem Produkt, weil das eben nicht schäumt und relativ, ich würde jetzt nicht sagen flüssig, doch, das ist relativ flüssig im Mund. Und wenn du dann hier diesen hier machst, du spritzt alles voll. Du hast alles voll mit schwarzen Spritzern, was natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache ist. Also hier dieses Produkt, ob ich es nachkaufen werde, Dann habe ich ja eben diese Zahnbürste von Dentabs vorgestellt. Und das sind die Dentabs dazu. Kommt in der Verpackung. Und das kann natürlich auch nicht in der Verpackung bleiben, ist logisch. Aber auch wie bei der Zahnbürste ist das eine Papierverpackung, das ist recycelbar. Und ich habe jetzt mit den Tabs schon 4 oder 5 Mal geputzt. Also ich wechsle eben immer mit der anderen Zahnpaste ab. Auch dieses Produkt hier ist vegan. Und ich habe bereits schon Erfahrung mit den Zahntabs von Lush. Ist aber schon eine Weile her. Jetzt sollen die anscheinend in Plastik verpackt sein, was natürlich auch ein bisschen blöd ist. Früher waren die in Papier verpackt. Und ich wusste, die sind wie so kleine Bonbons, wenn man drauf beißt. Die hier sind kleine Stärkebomben, sage ich mal. Also das ist wie als würdest du irgendwas mit Mehl zerbeißen, ist nicht angenehm. Und aber dieser Geschmack von diesem Produkt ist um einiges besser als das hier. Ja, um einiges. Also das ist so richtig minzig, wer es richtig minzig haben will. Aber auch hier habe ich halt einfach wieder festgestellt, das hatte ich damals auch immer wieder dieses Problem, als ich zum ersten Mal die Zahntabs gekauft habe. Also dieses Zerbeißen und das dann im Mund, also du musst mit der Zunge dann dieses Zerbissene musst du nach vorne schieben irgendwie, weil ich bin so ein, der Reflex vom Schlucken, der ist relativ schnell da. Und dann musst du es halt mit der Zunge nach vorne schieben und dann mit der Zahnbürste, das geht eigentlich ganz easy, aber dieser Vorgang gefällt mir irgendwie immer noch nicht, ich weiß auch nicht. Jetzt habe ich auf jeden Fall erstmal Zeit, mich an den Vorgang zu gewöhnen. Fakt ist aber, diese Zahntabs gibt es unverpackt im Unverpacktladen. Also wenn du einen Unverpacktladen in deiner Nähe hast, dann wäre es doch geschickter, wenn du die ganze Sache komplett unverpackt kaufst. Klar, wenn du keinen in deiner Nähe hast, so wie ich, dann geht man eben zu DM und holt eben diese große Packung. Und ich finde, man kommt jetzt nicht so unwahrscheinlich lange damit aus. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mit den Tabs länger auskommen würde als mit einer normalen Zahncreme. Ah. Glaube ich eher nicht. Habt ihr diese Zahntabs schon probiert oder habt ihr andere Varianten? Falls ihr irgendwie Rezepte zum selber machen habt, könnt ihr mir die gerne unten in die Kommentare packen. Aber ich kann jetzt schon sagen, Natron ertrage ich im Mund überhaupt nicht. Ich finde Natron im Mund, ich finde das ganz grauenhaft. Es gibt aber Rezepte, das weiß ich, mit Xylit und Kurkuma. Falls ihr solche Rezepte irgendwie im Petto habt, schreibt mir die bitte unten in die Kommentare oder irgendwie einen Link oder so. Ich würde mich unwahrscheinlich freuen. Habt ihr Erfahrung mit diesem Produkt oder habt ihr sogar Erfahrung mit diesem Produkt? Das ist ja eher so ein bisschen was Besonderes. Könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gebt mir einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos und wir sehen uns. Beim nächsten Video macht's gut. Tschüss.